ich sage immer, eine Tradition ist ja im Endeffekt eine erfolgreiche Innovation der Vergangenheit, weil sonst wird es ja heute nicht mehr geben. Der Stadtliche Hofkeller ist eines der ältesten Weingüter Deutschlands und auch der Welt. Erstmalig urkundliche Erwähnung in 1128, also sind jetzt fast 900 Jahre Geschichte. Damals als fürstbischöfliches Weingut. Nach der kirchlichen Regierung gab es die königliche Herrschaft hier in Bayern. Da waren wir der königliche Hofkeller bis zur Demokratisierung 1918. Und seitdem sind wir der staatliche Hofkeller, das einzige Weingut des Neustaates Bayern. Rebflächen des staatlichen Hofkellers strecken sich fast über den ganzen Bereich Frankens von Hörstein, also fast schon an die hessische Landesgrenze, bis nach Abtsminn, Diephofen im Steigerwald. Schwerpunkt ist natürlich Würzburg und Wandersacker in fast 120 Hektar Rebfläche. Die Nachhaltigkeit und die ökologische Betrachtung, die Ressourcenschonung sind Themen, die natürlich in der Landwirtschaft, speziell bei so einem historisch alten Weingut, schon immer im Mittelpunkt gestanden sind. Und auch der Wein, der in die Flasche kommt, muss ja gewisse qualitative Standards erfüllen in der Qualitätsweinprüfung. Die Verarbeitung der Trauben passieren alle hier in der Residenz, in unserem anderen Flügel der Residenzkeller. Der Transport erfolgt mit LKWs in Kisten oder in größeren Behältern. Und bei der momentanen Klimaentwicklung ist das natürlich eine besondere Herausforderung. Wir transportieren ja ein Lebensmittel und bestimmte Temperaturen um die 30 Grad erreicht werden, gibt es eine hohe bakterielle Aktivität. Es ist ja viel Zucker an der Traube und insofern müssen wir mittlerweile immer schauen, dass wir auch eine gewisse Kühlkette einhalten, dass wir die Trauben kühl hier ins Haus kriegen, um sie bestens zu verarbeiten. Wir verwenden in unserem Haus schon seit 2018 kein Glyphosat mehr, also verzichten auf Herbizideinsatz, bearbeiten das mechanisch. Wir haben 30% unserer Flächen umgestellt auf ökologische Erzeugung. Wir verwenden keine Insektizide. Und wir versuchen gezielt den Pflanzenschutz auch auf ein minimales Maß herunterzufahren. Also Qualität steht da an oberster Stelle. Das muss man natürlich auch beweisen. Das heißt, die Qualität in der Flasche muss den Preis auch wert sein. Das ist bei allen Produkten so. Aber in Summe gelingt uns das ganz gut. Wir haben Mitbewerber auf hohem Niveau, mit denen wir uns hauptsächlich qualitativ auseinandersetzen. Die Form des Boxbeutels ist eine geschützte Form. Also die ist eine eingetragene Schutzmarke und die lediglich in Franken verwendet werden darf. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, wenn man eine Flasche hat, an der jeder sofort erkennt, wer der Absender ist, ist das eine mega starke Marke. Bei dem Boxbeutel weiß jeder sofort, der sich nur einmal mit Wein nur am Rande beschäftigt hat, der weiß sofort, dass der Wein aus Franken kommt.